Whisky-Stammtisch. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode von Whisky-Stammtisch. Am Mikrofon heute Thomas Schallert. Hallo Thomas. Hallo. Dann stell dich doch mal kurz vor. Also wie gesagt, mein Name ist Thomas Schallhardt. Ich bin der Organisator von Wikipedia for Peace, einem Projekt von Wikimedia Österreich und der Friedensorganisation Service Civil International, das letztes Jahr und dieses Jahr jeweils in Österreich stattgefunden hat für circa 2 Wochen. Was ist Service Civil International? Service Civil International oder kurz SCI steht für eine globale Friedensorganisation, die kurz nach dem Ersten Weltkrieg von einem Schweizer Pazifisten namens Pierre Ciasol gegründet wurde. Und diese Organisation organisiert Freiwilligenprojekte, bei denen Menschen aus unterschiedlichen Ländern zusammenkommen, um gemeinsam für einen gemeinnützigen Zweck zu arbeiten. Also diese Projekte sind meistens eher manuelle Arbeit, also zum Beispiel Nationalparks oder auch nach Katastrophen oder auch in sozialen Einrichtungen oder genau solche Art von Projekte. Und unser Projekt war eher ungewöhnlich in diesem Sinne, weil online. Quasi online stattgefunden hat, genau. Ah, ja, dann erzähl doch mal war das die erste Veranstaltung dieser Art? Letztes Jahr hat es das erste Mal stattgefunden in Wien. Im August auch, und da war es das erste Mal, dass so etwas stattgefunden hat. Und als ich das Projekt im Service International angekündigt habe und halt die Idee vorgestellt habe, wurde es recht mit Zweifeln aufgenommen, würde ich sagen, weil normalerweise bei dieser Art von Projekten ein wahnsinnig einfacher Lebensstil irgendwie propagiert wird quasi. Also normalerweise gibt es nicht mal WLAN oder es gibt teilweise nicht mal eine Internetverbindung, weil man irgendwo in den Bergen arbeitet oder so. Und dann die Vorstellung davon, dass 15 Leute 2 Wochen lang einfach nur hinter ihrem Laptop sitzen und Wikipedia-Artikel schreiben, war für die meisten ja ungewöhnlich und nicht so vorstellbar eigentlich. Ja, nicht so vereinbar mit den Lebensvorstellungen oder so, ja. Ja, so ungefähr. Ja. Und wer sind die Teilnehmer an diesen Camps? Es sind eben immer Leute aus der ganzen Welt, die sich eben in dieser Datenbank von Projekten vom Service Civil International eben nach einer Sommerbeschäftigung quasi umschauen. Und die gelangen meistens in diese Datenbank, weil sie sich eben für Friedensprojekte interessieren oder weil sie auch einfach nur ihren Sommer irgendwo in einem anderen Land verbringen wollen mit anderen Menschen aus unterschiedlichen Teilen der Erde. Und auf dieser Datenbank gibt es eben über 1000 Projekte und wenn man da auf Österreich klickt oder auf Friedensprojekte klickt, dann kommt man ziemlich schnell zu Wikipedia for Peace, wenn noch Plätze frei sind. Genau. Und die Teilnehmer haben sich dann über diese Datenbank quasi beworben, beim Service International Österreich und der hat dann quasi zugesagt oder abgesagt. Und genau. Ich habe gerade die Webseite aufgerufen, weil ich mich auch vorher gar nicht damit beschäftigt habe. Das ist ja interessant, das ist ja auch wirklich in der ganzen Welt, dass da Veranstaltungen. Fotomarathon lese ich hier. Ja. Umwelt erleben in Reykjavik für Teenager. Ja. Aha. Und wie kamst du der Idee, das online zu machen? Von wem ging das aus, diese Initiative? Im Grunde von mir, weil ich selber ziemlich lang schon bei Wikipedia aktiv bin. Und auch 2 Jahre lang im Vorstand vom Service Civil International in Österreich war, nachdem ich selber in solchen Workcamps, an solchen Projekten teilgenommen habe, in anderen Ländern. Also ich war in Island zum Beispiel auf Workcamps und ich wollte dann im Grunde meine 2 freiwilligen Interessen quasi verbinden und auch mal ein bisschen ein Experiment wagen und schauen, ob das funktioniert. Und dann bin ich an Wikimedia Österreich und an Service Civil International herangetreten und habe ihn gefragt, ob Interesse an sowas besteht. Und dann haben wir das Projekt im Grunde gestartet, genau. Haben die irgendwelche Voraussetzungen oder was erfüllt sein muss? Nicht so wirklich. Es ist auch ein bisschen Teil der Ideologie, dass jeder dran teilnehmen können sollte, der will. Das heißt, es gibt keine großartigen Voraussetzungen bei einzelnen Projekten natürlich schon. Also wenn man zum Beispiel wenn es um soziale Arbeit geht, also wenn man zum Beispiel bei einem Projekt mit Menschen mit Behinderung mitarbeitet oder so, dann sollte man schon gewisse Voraussetzungen haben. Also es gibt dann teilweise ein Skype-Interview oder eine gewisse Altersgrenze.
Bei unserem Projekt gab es recht wenige Voraussetzungen. Eine Voraussetzung war, dass man Englisch Grundkenntnisse spricht, dass man sich dafür interessiert, zu lernen, was Wikipedia ist und wie man Wikipedia-Artikel schreiben kann, dass man mindestens 18 ist, und was war noch? Und dass man dass man sich auch für die Thematik interessiert, also für die Thematik Frieden und Friedensbewegungen und für die Hintergründe dahinter, genau. Also uns war wichtig, dass Leute nicht nur an dem Projekt teilnehmen, weil sie quasi, oh, ich will mal nach Österreich oder so, sondern dass sie sich wirklich auch tatsächlich für die Thematik selber interessieren, weil sonst setzt man sich nicht zwei Wochen hinter den Laptop und tippt. Genau. Mhm. Und es haben jetzt zwei Camps stattgefunden und die waren beide in Österreich. Genau, ja. Und wo in Österreich? Das erste Camp eben in Wien. In einem Pfadfinderheim waren wir untergebracht. Also Teil des Projekts ist auch, dass es sehr wenige Kosten hat und dass wir eben wie im Grunde die ganze Ideologie des Service Civil International ein bisschen auf Simple Life machen und quasi versuchen, eine kleine Blase von nachhaltigem Lebensstil in diesen zwei Wochen zu kreieren. Mhm. Das heißt, wir haben in einem Pfadfinderheim auf dem Boden geschlafen, selbst für uns gekocht und gearbeitet haben wir dann im Büro des Service Civil International Österreich. Mhm. Dem es WLAN gab und genau. Und dieses Jahr hat es in Jembach in Tirol stattgefunden, weil ich aus der Gegend komme und ein Feedback von letztem Jahr war, dass wir es nicht mehr in Wien machen wollten, weil Wien nicht so toll für die Gruppendynamik war, weil es einfach viel zu viel gibt, was man machen kann neben dem Projekt. Mhm. Deswegen wollten wir eher ein bisschen abgeschiedeneren Ort suchen, in dem dieser Aspekt ein bisschen wegfällt. Und deswegen waren wir in einem kleineren Ort, genau. Das erinnert mich an eine Geschichte, die ich über die Entstehung des internationalen Urheberrechts gehört habe. Das war Anfang letzten Jahrhunderts und die brauchten einen zentralen Ort in der Welt, wo es total langweilig ist, und dann haben sich für Genf entschieden. Okay, ja. Okay, gut. Genf ist nochmal eine andere Klasse, glaube ich. Also. Ja, heutzutage, aber Genf war damals halt ein extrem langweiliger Ort. Und deswegen hat man das dort gemacht. Wo kommen die Leute alles her? Bei diesem Jahr weiß ich es noch auswendig, mal schauen. Also dieses Jahr waren ein Israeli, der in Österreich lebt, ein Spanier, zwei Spanierinnen, ein Portugiese, ein Italiener, ein Syrer, der in Schweden lebt, eine Österreicherin, eine Deutsche, eine Bulgarin, eine Polin, ein Pole, ich aus Österreich, habe ich jetzt vergessen, eine Türkin, eine Vietnamesin. Okay, genau. Und wie war so die Altersspanne? Der Jüngste war 18, der Teilnehmer aus Polen, und der Älteste war 38, der Teilnehmer aus Schweden, genau. Mhm. Wie ist da die Finanzierung von der ganzen Sache? Die Reisekosten, Unterbringung scheint ja jetzt nicht das Problem zu sein. Die Finanzierung, die Reisekosten finanziert jeder für sich selbst quasi, bis auf die Menschen, die das Projekt koordinieren. Also das waren dieses Jahr eben die andere Österreicherin, die Deutsche und ich. Wir haben die Reisekosten rückerstattet bekommen, und für mich waren das 5 Euro oder so, also weil ich ja mein Elternhaus steht. Die anderen Teilnehmer finanzieren sich ihre Reisekosten selbst, genau. Ah ja, also dann ist doch schon ziemliches Engagement, wenn die dann da angereist kommen. Ja. Und die anderen Kosten, also Unterkunft, Internet, Verpflegung, was auch immer da halt anfällt, die haben wir eben über dieses Budget, das wir von Wikimedia Österreich bekommen haben, finanziert. Mhm. Und von einer kleinen Co-Förderung, die wir auch bekommen haben. Mhm. Die Konferenzsprache oder Campsprache ist Englisch, von dem ich mal an. Genau, ja. Also natürlich gibt's auch andere Sprachen, die Teilnehmer untereinander sprechen. Also wir hatten zwei Katalanisch sprechende, mehrere Spanisch sprechende, zwei Polen und so weiter. Also es gibt schon andere Sprachen, die auch gesprochen werden. Aber unsere Vision war auch ein bisschen, dass wir möglichst viel Englisch sprechen, damit jeder jederzeit in ein Gespräch finden kann. Genau. Ja. Die Teilnehmer haben sich das auch alles über diese Datenbank, also die Rekrutierung der Teilnehmer passiert über die Datenbank des Service Civil International oder auch über Wikimedia Deutschland oder auch über andere Kanäle? Hauptsächlich über diese Datenbank eigentlich.
Eben weil wir möglichst, also wir wollten mit dem Projekt eigentlich auch möglichst Neulinge ansprechen ein bisschen oder so ein bisschen einen Mix aus Neulingen und erfahrenen Wikipedianern. Und diese Neulinge sind wahnsinnig einfach über diese Datenbank quasi zu kriegen, weil da eben dieses Commitment schon besteht und auch das eingebunden ist in diesen institutionellen Rahmen von diesen Service International Projekten. Also da erwarten sich Leute schon, dass sie die Reisekosten selber übernehmen müssen und sie erwarten sich einen gewissen Lebensstandard und so weiter oder halt einen gewissen eher niedrigen Lebensstandard. Und es ist auch wahnsinnig einfach, über diese Datenbank eben quasi Freiwillige zu kriegen. Und auch so diesen Mix an internationalen Leuten zu kriegen und so. Indirekt, also zum Beispiel die Teilnehmerin aus Deutschland, die gemeinsam mit mir und der anderen Österreicherin das Projekt koordiniert hat, habe ich auf der Wikimania kennengelernt und eingeladen zum Projekt, weil die interessiert ist, nächstes Jahr das selber auch in Deutschland umzusetzen. Und sonst ja auch zwei andere Teilnehmer habe ich auch persönlich gekannt und ihnen den Projektlink geschickt und geschaut, ob sie daran interessiert sind. Und die haben sich dann auch über diese Datenbank angemeldet. Und besteht Interesse, dass da erfahrene Wikipedianer teilnehmen an dem Projekt? Grundsätzlich glaube ich schon. Also ich glaube, das Projekt ist in der Community noch nicht so bekannt vielleicht. Vielleicht hilft dieser Stammtisch ein bisschen. In der österreichischen Community ist es glaube ich schon ziemlich bekannt. Und auf der Wikimania auch habe ich ständig drüber geredet. Also es besteht immer ein Interesse und Leute fragen sich immer, was ist das? Und sehr spannend. Und es gibt schon auch Interesse, vor allem auch eigentlich international. Es wollte zum Beispiel fast eine von Wikimedia Italien an dem Projekt teilnehmen oder auch jemand aus der Ukraine war sehr interessiert, daran teilzunehmen. Im Endeffekt hat es dann aber nie so wirklich geklappt, dass außer mir und dieses Jahr im Saskia aus Deutschland noch jemand, der richtig, richtig erfahren ist, quasi an dem Projekt teilnimmt. Also grundsätzlich gibt es schon Interesse, aber es muss, glaube ich, noch ein bisschen mehr ankommen, damit Leute auch tatsächlich die ganze Projektzeit mitmachen. Es gibt aber schon Österreicher, die mitwirken bei dem Projekt, eben für ein, zwei Tage, die da sind, um Workshops zu machen, die helfen den Teilnehmern am Anfang gerade eben bei dieser Artikelarbeit und die auch Workshops zu spezifischeren Themen machen, wie Wikidata oder Wiktionary oder Wikimedia Commons oder so. Jetzt haben wir, glaube ich, das Organisatorische geklärt, wo das herkommt und wie es technisch abläuft. Was ist denn die Zielsetzung dieses Camps? Das große Ziel ist wahrscheinlich eben neue Leute für Wikipedia zu begeistern, mit dieser leicht ideologischen Komponente, sie auch für Artikelarbeit zu Friedensthemen zu begeistern oder zu sozialer Gerechtigkeit. Indirekt ist das Ziel vom Projekt natürlich auch dann direkt am Camp schon gleich mal Inhalte zu den Themen zu schaffen, also einfach soziale Bewegungen und Aktivisten und Aktivistinnen für soziale Gerechtigkeit sichtbarer zu machen und auch Friedensthemen in der Wikipedia einfach sichtbarer zu machen. Und auch ein bisschen diesen Anspruch zu machen, dass Projekte auch eine Überschneidung mit sozialen Bewegungen haben können und nicht nur quasi neutrale Themen wie Denkmäler oder Naturschutzgebiete abhandeln muss, sondern dass man auch in ein Themenfeld gehen kann, das vielleicht ein bisschen kontroverser ist und genau. Und andere Ziele des Projekts sind da eben auch quasi diese Blase von Nachhaltigkeit zu schaffen, dass man eben zwei Wochen lang Menschen zusammenbringt und Menschen aus sehr unterschiedlichen Hintergründen, also unterschiedlichen Alters, unterschiedlichen kulturellen Hintergründen, unterschiedlichen auch Ansprüchen ans Leben und so weiter. Und da, dass man da einen Raum schafft, der irgendwie vorurteilsfrei ist oder möglichst vorurteilsfrei ist und der quasi eben diese Blase schafft an internationaler Atmosphäre und vielleicht auch einer Friedensatmosphäre in sich selbst. Genau. Ihr habt es auch schön dokumentiert, sehe ich gerade. Sind die verbesserten und die neuen Artikel und auch die Statistiken sind abgebildet, also sind auch interessante Vielfalt von Themen entstanden. Das deutsche Artikel Friedensmuseum, Grundversorgung in Österreich, also die Erstversorgung für Asylsuchende in Österreich, dann auf Englisch die Abtreibungsrechtskampagne oder was lese ich hier noch? Auch im Französischen viele
viele Biografien. Genau, also das sind die Ergebnisse vom letzten Jahr. Und letztes Jahr hatten wir, also das letzte Jahr hat das Projekt das erste Mal stattgefunden, und es war mehr so eine... Ach, das war letztes Jahr, okay. War es mehr so eine Experimentiersache, also wir haben eigentlich keine konkrete Zielsetzung vorgegeben und haben die Teilnehmer selbst entscheiden lassen, worüber auch immer sie schreiben wollen. Wir haben ein paar Bücher aus der Universität, aus der Universitätsbibliothek Wien ausgeliehen und quasi zur Verfügung gestellt. Aber sonst konnte jeder schreiben, worüber er wollte. Und dann hat die irische Teilnehmerin über Abtreibungsbewegungen in Irland geschrieben. Oder die österreichische Teilnehmerin hat über Asylrechte in Österreich geschrieben. Oder eine andere irische Teilnehmerin hat über diese Mauerbauten im Zuge der Balkanroute zwischen Ungarn und Serbien geschrieben. Also es gab sehr, sehr unterschiedliche Themen. Und dieses Jahr haben wir das Ganze ein bisschen spezifischer gemacht, weil letztes Jahr haben wir die Erfahrung gehabt, dass Leute, die über sehr unterschiedliche Themen schreiben, dann auch nicht so stark zusammenarbeiten. Dieses Jahr wollten wir diese Zusammenarbeit viel, viel stärker machen und haben deswegen eine spezifische Artikelliste kreiert, über die wir quasi abgearbeitet haben. Und wir haben alle quasi in unterschiedlichen Sprachen über die gleichen Sachen geschrieben. Und dieses Jahr war das Thema Umweltgerechtigkeit. Und wir haben über Preisträger von quasi dem wichtigsten Umweltpreis, dem Golden Environmental Prize, geschrieben. Und das waren sehr unterschiedliche Personen und die alle halt irgendwie einen Bezug zum Thema Umweltgerechtigkeit haben. Genau. Also Ziel ist, habt es ein bisschen geschärft jetzt nach einem Jahr, dass einfach das der Vorteil ist, wenn man am gleichen Artikel schreibt, auch dass die Gespräche besser sind und dass man auch ein bisschen zielgerichteter ist dahin, was entsteht. Das ist ja ein Ziel, die Leute heranzuführen, aber das andere ist natürlich auch, wenn man da schon zwei Wochen? Genau, jetzt. Da sitzt dann auch ein Ergebnis dann hinterher vorweisen kann. Ja. Und das ist natürlich auch für die Teilnehmer schön, wenn sie ein Ergebnis haben, dass sie nicht nur irgendein Projekt waren, sondern sagen können, hier, guck mal, das habe ich geschrieben. Genau, schon, ja. Ja, es waren teilweise auch, ich finde, ziemlich beeindruckende Ergebnisse. Also ich glaube, es war nur ein Teilnehmer da, der vorher schon mal Commons-Erfahrung hatte. Also der hat beim polnischen Wiki Loves Monuments Wettbewerb mitgemacht. Und alle anderen haben sich über das Projekt das quasi auf Wikipedia registriert. Mhm. Sind teilweise schon ziemlich gute Artikel entstanden, obwohl es erste Artikel waren, finde ich. Also ich war sehr beeindruckt dieses Jahr von den Ergebnissen und von was aus diesem Anspruch entstanden ist. Und auch, ich hatte ein bisschen Angst, weil wir dieses Jahr die Thematik vorgegeben haben, ob das auch wirklich ankommt und ob die Leute sich das dann auch quasi annehmen und tatsächlich über das auch schreiben wollen. Und das war überhaupt kein Problem. Also jeder hat sich sofort in die Thematik hinversetzt und war sehr begeistert und Ja, wenn die es nicht gewollt hätten, hätte man ja zu Anfang auch einen Workshop machen können, worüber wollen wir schreiben. Genau, ja. Ja, dann erzähl doch mal, wie das so ablief. Genau, also wir haben uns also im Grunde, nachdem das Projekt auf der Datenbank des Service Civil International ausgeschrieben war, haben wir nicht mehr so viel zu tun gehabt. Wir haben einen Infosheet erstellt mit halt allen Informationen zum Projekt, mit Informationen, wie man sich vorbereiten kann, wo wir uns treffen, was man mitnehmen sollte und so weiter. Und dann haben wir uns am 10. August in Jembach getroffen am Bahnhof um 15 Uhr. Und genau, und dann hat das Projekt quasi begonnen und wir haben dann gleich am ersten Tag ein bisschen versucht, die Leute auf Jembach loszulassen. Wir wollten auch ein bisschen diesen lokalen Aspekt nicht ganz verlieren. Jetzt gerade, wo wir das Ganze in einem eher kleineren Ort stattfinden haben lassen und haben dann die Teilnehmer auf eine Schnitzeljagd durch Jembach ungefähr geschickt, wo sie mit den Jembachern und Jembacherinnen interagiert haben. Also sie haben sich halt Fragen gestellt, wie viele Einwohner hat Jembach oder was ist die Aachenseebahn? Das ist so eine alte Dampflok, die in Jembach ist oder so. Also sie haben halt unterschiedliche Fragen zu Jembach gestellt und dann dadurch auch den Ort kennengelernt. Und wir hatten am Anfang auch so ein paar Kennenlernsachen, damit die Gruppe sich einfach untereinander auch kennenlernt. Und dann ging es im Grunde schon an die Artikelarbeit. Also wir haben dann eine Einführung bekommen von einem Wikipedianer aus Wien, der im Grunde diese Einführung gemacht hat, wie ein Wikipedia-Artikel auszuschauen hat, was so die Grundvoraussetzungen technisch und inhaltlich sind. Und dann habe ich kurz vorgestellt, was so ein bisschen die Ideologie des Projekts ist und was diese Artikelliste ist, die wir da abarbeiten und worum es da überhaupt geht. Und dann
sind schon die ersten Artikel im Grunde entstanden. Also ab dann ging es ans Übersetzen, ans Recherchieren, ans Schreiben. Genau. Und zwischendrin gab es immer wieder mal Workshops zu verschiedenen Themen und 2,5 Tage hatten wir auch Freizeit unter Anführungszeichen, also Zeit, in der wir Ausflüge gemacht haben in die Umgebung und genau. Ja. Und am Stammtisch konnte man auch teilnehmen. Genau, wir sind auch zum Wiki-Stammtisch nach Innsbruck gefahren. Wie viele sind da mitgekommen? Ich glaube 14 von 15. Also wir haben dann diesen Stammtisch gerockt. es waren sonst auch sonst noch 2 Innsbrucker da. Das war aber auch... Ein Flashmob sozusagen. Genau, ein Flashmob quasi, ja. Okay, und wie viele echte oder alteingesessene Stammtischteilnehmer waren da? Genau, 2 Stammtischteilnehmer aus Innsbruck. Dann gab es noch 2 Leute aus Wien, die für das Projekt angereist sind. Mhm. Die Wikipedianer sind, beziehungsweise die Geschäftsführerin von Wikimedia Österreich, Claudia, war auch dabei. Mhm. Und dann noch wir 14. Genau. Okay, und worüber wurde da gesprochen? Ja, aber alles Mögliche eigentlich. Also wir haben über das Projekt gesprochen, wir haben über, wie es so ist, in Innsbruck zu schreiben und zu leben, auch über Politik, über alles Mögliche. Genau. Mhm. Ja. Die Leute, du hast ja schon gesagt, einige haben überhaupt sich, oder die meisten haben sich erstmal überhaupt einen Account angelegt. Das waren also alles Neulinge. Mhm. Und die habt ihr jetzt, Fauna Wikipedia, haben die an die Hand genommen. Wie lockt man sich ein? Wie geht man die ersten Schritte, um was zu schreiben? Seid ihr, ich sag mal, mit Administratoren aneinander geraten? Ja, ehrlich gesagt. Also es war ziemlich wichtig, diese Betreuung die ganze Zeit, weil ich ehrlich gesagt glaube, dass das Wikipedia nach wie vor nicht wahnsinnig benutzerfreundlich ist für Neulinge, die keinen großartigen informatischen Hintergrund haben oder die sich nicht für Syntaxen interessieren. Inzwischen gibt es den Visual Editor, der das Ganze schon viel besser gemacht hat und auch einfacher. Trotzdem gibt es noch sehr viele Hürden von, aha, ich muss da jetzt einen Link machen, aha, ich muss da Kategorien machen, was sind überhaupt Kategorien, wie macht man einen Einzelnachweis und so weiter. Und auch gerade mit diesen, also sehr viele Teilnehmer haben übersetzt und das Übersetzungstool ist noch nicht ganz angekommen in der restlichen Community, glaube ich. Deswegen gab es da sehr viel Skepsis. Also zum Beispiel ein italienischer Teilnehmer hat einen Artikel, der ganz klar relevant war, aus dem Englischen ins Italienische übersetzt. Und es war ein ziemlich langer Artikel und er hat Tage daran gearbeitet. Und es war so sein großes Projekt des ganzen Camps. Und er hat den Artikel dann schlussendlich veröffentlicht. Und der Artikel hatte dann natürlich ein paar technische Mängel. Also hatte noch keine gescheiten Kategorien. Es fehlten ein paar Links, ein paar Absätze waren zu viel. Aber der Tag war halt zu Ende und er wollte das dann am nächsten Tag machen. Und als er am nächsten Tag auf den Artikel ging, war der Artikel einfach gelöscht. Und es war nichts mehr da, es gab auch gar keinen Löschantrag, er wurde einfach schnell gelöscht. Woraufhin wir dann gemeinsam auf Italienisch und Englisch den Administrator angeschrieben haben und ihm erklärt, Entschuldigung, so geht das halt nicht. Mhm. Und wir sind ja bei diesem Projekt in Österreich und wir arbeiten an diesem Artikel noch und genau. Und es gab auch ein paar andere Situationen, wie in der hebräischen Wikipedia, wo einer unserer Teilnehmer eine Übersetzung auch veröffentlicht hat. Und ein anderer Benutzer hat ihm dann so ein Überarbeitungsbubble reingehaut, ohne gescheit zu erklären, worum es eigentlich geht. Und dann haben wir den angeschrieben und der war wahnsinnig, wahnsinnig unfreundlich und hat so, ja, wahnsinnig unfreundlich geantwortet. Also es gab schon ein paar so Probleme. Andererseits gab's auch gegenteilige Sachen, wo zum Beispiel Benutzer in der spanischen und katalanischen Wikipedia die Artikel sofort reviewed haben, wahnsinnig viel bearbeitet haben und die Artikel gleich mitverbessert haben. Also es gab so auch gegenteilige Erfahrungen, wo die Community die Artikel wahnsinnig unterstützt hat und verbessert hat und so. Genau. Schön, aber das ist, glaube ich, sogar der interessantere Teil der Einführung in die Arbeit der Wikipedia, dass man halt mit der Community zu tun hat. Es ist zum einen das Technische, wie schreibe ich einen Artikel, wie gehe ich mit der Technik um, welche Regeln gelten, wobei man die Regeln nie alle kennen kann, aber auch, wie gehe ich mit Feedback um und vor allem, wie gehe ich auch mit unfreundlichen Kollegen da um. Genau, ja. Das war auch einer der großen Aspekte des Projekts, weil natürlich jeder Wikipedianer und jede Wikipedianerin macht irgendwann im Laufe ihrer Karriere diese Erfahrungen leider. Und das haben wir auch mehrmals so betont, dass der Ton bei Wikipedia nicht unbedingt immer freundlich ist und dass man damit quasi auch lernen muss, umzugehen, bis zu einem gewissen Grad wahrscheinlich.
Wir haben aber auch ein Statement gesetzt, in dem wir gesagt haben, eigentlich finden wir das nicht okay, gerade gegenüber Neulingen. Und wir haben dann am vorletzten Tag, wo das wieder mal zur Diskussion kam, eine kleine Fotokampagne gemacht, bei der jeder ein Statement auf ein Zettelpapier geschrieben hat, und wir haben uns alle damit fotografieren lassen in unterschiedlichen Sprachen. Mhm. Für mich war auch ein bisschen die Herausforderung, also für Saskia und mich, die quasi das von der Wikipedia-Seite her betreut haben, war ein bisschen die Herausforderung auch, ich weiß, wie es in der deutschen Wikipedia zugeht, also wenn jemand meinen Artikel löscht, dann weiß ich, wie ich darauf reagiere, an welche Stellen ich mich wende, ich weiß, wo ich Vandalismus melde und so weiter. Aber das ist in jeder Sprachversion sehr unterschiedlich, und auch generell einfach schon mal eine Frage generell zu stellen, ist schon mal in jeder Sprachversion unterschiedlich. Das hat sehr lange gedauert, bis ich das in der portugiesischen, für den portugiesischen Teilnehmer gefunden habe und so weiter. Also es ist nicht sehr einfach, das in 13 verschiedenen Sprachen zu machen. Ja. Weil, ja, ich hatte ja jetzt im vorherigen Wiki-Stammtisch mit Markus Franz gesprochen, der Firmen berät, die korrekten Informationen über sich in der Wikipedia gerne hätten. Ja, und der sagt auch, dass die für die gerade weltweit aufgestellte Firmen das immer ein Aha-Erlebnis ist, dass die Regeln in der englischsprachigen Wikipedia sich komplett unterscheiden können von der deutschen. Und das erzählst du mir jetzt gerade nochmal, und das ist auch eine wichtige Erkenntnis, die ich so gelernt habe, die mir vorher auch nicht so klar war, dass die Regelwerke so teilweise drastisch unterschiedlich sind. Also ein Artikel wie den der italienische Teilnehmer reingestellt hat, der schon seine Mängel natürlich hatte, aber der aber auch seine Vorzüge hatte. Das, ich glaube, den schnell zu löschen ging zum Beispiel in der deutschsprachigen Wikipedia nicht. Und ich war wahnsinnig überrascht, wo das dann einfach passiert ist. Und irgendwie, ja. Und schnell gelöscht heißt auch, der ist dann nicht wiederherstellbar, oder? Doch, also er hat dann wieder auf seine Benutzerseite hergestellt, also der Benutzer war offensichtlich ein Admin. Ja. Genau. Vielleicht ist das auch das bessere Vorgehen, den Artikel erstmal einen Benutzernamensraum herzustellen, schreiben und erstmal halbwegs rund zu machen und dann erst den Artikel zu machen. Ist natürlich weniger befriedigend so für den Benutzer, aber die sicherere Methode. Stimmt, ja. Mhm. Freie Musik. Ja, jetzt haben wir uns fast eine halbe Stunde unterhalten. Ich würde vorschlagen, dass wir uns ein bisschen Musik anhören. Wir haben jetzt nicht so wahnsinnig viel Zeit in Musikrecherche reingesteckt. Ich habe einfach im Free Music Archive nach lizenzfreier Musik mit Peace im Namen gesucht und bin dabei auf Kelly Mays gestoßen, eine Hip-Hopperin aus, jetzt glaube Iowa oder wo sie her war, jedenfalls, die ganz coole Musik macht, und das hören wir uns jetzt mal an. Anything is possible. Together we are unstoppable. It's 2012, and this true story happened several years ago. Let it be a reminder that you can do anything, and together we can make a difference. Anything is possible. You can remove all obstacles. Anything is possible. Together we are unstoppable. You can pray the devil back. Peace, fear, to love, the sick made well. Now what are you going to do to make sure your dreams come true? I'ma tell a little story. It's full of guts and, well, it's gory. But listen close and you will see how a dream can set you free. Be thankful you can breathe and thankful you can speak. That you aren't in a war zone and that you have a home. Civil war unrest in Africa out west. Liberia in shambles, with young boys they gamble. Lost limbs full of drugs, young with machine guns. Over control, over hate, and over funds. Genocide breaks daily, families on the run. No food, no clothes, no fun. No love, no hope, setting sun. A country of ex-American slaves, of course it's messed up. No help from the map, they're not selling them diamonds. What a disaster, but hope came to the woman in a dream. Despite how it may seem, she brought water to her stream. And anything is possible. You can remove all obstacles. Anything is possible. Together we are unstoppable. You can pray the devil back to hell. Water, peace, fear, to love, the sick made well. Now what are you going to do to make sure your dreams come true? The women praying the devil back to hell.
dead bodies rotten, they are sick from the smell. Charles Dillon in charge, an evil man at large, called his movement anti-terrorism, thinking he's the Christ in prison. Wanted to reconstruct the mind of the children, to make them robotic and stop all the feeling, raping mothers in front of them. This was real fam, natural resources steadily revealing. Money over love, keep on drilling and concealing the nature of this killing. The power it can seem, oh so appealing. But Lima, she has a dream, head to the church to redeem. Christian and Muslim women gather together to end the war. Religion doesn't measure the level of love they had for their people. A bullet doesn't know Christian from Muslim. In this game we are equal. Anything is possible. You can remove. White fighting for their people's survival. The women, they want peace now. If I die, tell them this was how. Went on a sex strike. The men were like, it's time to push and shove. If we want any love, the men join the fight, protesting left and right. Finally, the rebels go to Ghana to have some peace talks and show a little honor. They treat it like a vacay, but the women, they said no way. They just sit in what they say. Lima and her army ain't gon' play. Then it gets serious. Taylor's team is delirious, hoping he'll do tiny please. Nigeria charged with war crimes. And Simon meant so hard it took time. But the women, they cried on the boys, reminded them that guns are not toys. Peace is a process, not an event. They ensured it happened, were watchful of the men. Many mistakes made by the UN. Women didn't say if, but when. Soon democratic elections were held. The first woman in Africa named president. Democratically elected, they cut a precedent. You can remove all obstacles. Anything is possible. Together we are unstoppable. Und da sind wir wieder. Kannst du ein bisschen erzählen, so Atmosphäre sozusagen vom Camp? Was sind so lustige, vielleicht auch bewegende Erlebnisse? Ja, bei so einer Gruppe gibt es natürlich in 11 Tagen sehr viele so Running Gags, die sich durchziehen, oder auch so irgendwie sehr viele Erlebnisse, die irgendwie ein bisschen das Camp geprägt haben auch. Zum Beispiel der erste Umweltaktivist, der in meiner Liste war für das Camp dieses Jahr, war so ein australischer Politiker namens Bob Brown. Und Bob Brown hat jetzt Artikel auf Türkisch, Arabisch, Portugiesisch, Italienisch und was weiß ich, in was für Sprachen. Und wir glauben nicht, dass Bob Brown das jemals wissen wird, aber Bob Brown hat so sehr viele, und sein englischer Artikel war sehr, sehr gut und sehr ausführlich. Deswegen wurde er halt in viele Sprachen sehr lange übersetzt. Und da wurde es ein bisschen zum Running Gag. Also wir haben dann irgendwann alle seine Facebook-Seite geliked und haben am Ende auch Abschiedsnachrichten an Bob Brown geschrieben und so. Also Bob Brown hat ein bisschen verfolgt. Ach, das war der imaginäre Teilnehmer, oder wie? Genau, es war ein imaginärer Teilnehmer. Sonst gab es auch, also eins meiner Lieblingserlebnisse war so, wie der Bürgermeister von Jembach in unserem Pfadfinderheim stand. Denn er hat über eine Presseaussendung, die ich rausgeschickt habe, vom Projekt erfahren und stand auf einmal da und hat uns gelobt und fand es halt toll, dass wir da sind, und hat uns auf Pizzas eingeladen. Und am Abend haben wir dann diese Pizzas geliefert bekommen und der Bürgermeister war zuerst nicht da, und dann dachten wir uns, okay, vielleicht random, aber dann kam er doch noch und hat auch ein Foto mit uns gemacht und mit uns auf Englisch und Italienisch gesprochen. Und genau, also der Jembacher Bürgermeister war vielleicht auch eins meiner persönlichen Highlights. Sonst Erlebnisse. Ja, es gab natürlich auch, es gibt auch immer Drama in so einem Projekt. Also es gab Bienenstiche und es gab Zahnschmerzen,
die in der Zahnklinik in Innsbruck geendet sind. Ja. Es gab lange Wanderungen, als wir uns verlaufen haben im Wald. Genau. Ja. Es gibt immer auch ein bisschen die gehörige Portion Drama, die Gruppe dann aber eher auch zusammenschweißt, das irgendwie. Ja. Sehr großartig. Zahnschmerzen, oh Gott, ich meine Stadt behandeln muss. Nee, das ist ein ganz schlimmes Thema. Ja, aber es klingt ja so, als ob man das nachmachen sollte. Ja, auf alle Fälle. Die Zahnschmerzen vielleicht nicht. Aber den Rest schon. Wie kann man das nachmachen? Oder du willst sicher, dass das Konzept ist quasi von dir. Das Konzept ist von mir, aber das ist unter einer freien Lizenz, also das kann jeder gerne nachmachen. Genau, und jetzt wollen wir mal die Leute ermuntern, das zu tun. Genau, ja, also es wäre super, wenn das Projekt quasi expandieren würde und auch in anderen Orten, in anderen Teilen der Welt, in anderen Kontexten auch stattfinden wird. Muss auch gar nicht unbedingt mit Peace zu tun haben, das ist halt das Konzept, mit dem wir gestartet sind. Aber diese Zusammenarbeit mit dem Service Civil International und dieser Freiwilligenarbeit dieser Offline-Freiwilligenarbeit, glaube ich, ist ein großes Potenzial auch für unsere Community. Und diesen Service International zum Beispiel gibt es in fast jedem europäischen Land und in sehr vielen asiatischen Ländern, und das kann man sehr einfach nachmachen. Wikipedia for Peace speziell kann man nachmachen, indem man einfach mit mir in Kontakt tritt und mir das gemeinsam vielleicht ein bisschen noch mehr Informationen erfährt, wie man das Ganze startet und so weiter. Und wahrscheinlich kann man es auch nachmachen, indem man einfach an seinen Wikimedia-Chapter rantretet und mal schaut, wie interessiert ist das Chapter und gäbe es Förderungen dafür. Grundsätzlich ist es, glaube ich, recht einfach nachmachbar, weil wir haben dieses Jahr für das Projekt 2.600 Euro oder so gebraucht. Also für 15 Teilnehmer bei 11 Tagen in einem Land wie Österreich, das nicht so ganz billig ist. Also es ist auch ein bisschen die Ideologie dahinter, dass es Low Budget sein sollte, und deswegen ist es, glaube ich, recht einfach nachmachen. Und ich werde auch ein Handbuch erstellen, wie man ein Wikipedia for Peace Camp organisieren kann, um quasi auch ein bisschen zu helfen, diesen Nachmacheffekt zu kriegen. Und das werde ich wahrscheinlich im Herbst veröffentlichen. Genau. Ich habe irgendwie in Erinnerung, ich habe es auch gerade gefunden, dass es sowas Ähnliches gibt, nämlich das Wikicamp, was in Armenien organisiert wird. Genau, ja. Ja, das Wikicamp in Armenien ist, glaube ich, das Ähnlichste, was es sonst noch so gibt. Und das finde ich auch super. Also ich habe mit der Dame, die das organisiert in Armenien, auch kurz gesprochen, in Italien bei der Wikimedia. Es ist halt ein bisschen ein anderes Konzept, weil es, glaube ich, vor allem Jugendliche anspricht und so ein bisschen, also von meinem Gefühl her, so ein bisschen mehr so einen schulischen Rahmen hat und weniger mit sozialen Bewegungen verknüpft ist. Also mehr so auf Jugendliche motivieren, bei Wikipedia aktiv zu werden. Und das ist nicht unser Hauptfokus. Also bei uns ist es egal, ob man jugendlich ist oder 99. Also, genau. Mhm. Der Motivieraspekt und der Camp-Aspekt ist ähnlich genug, ja. Okay, also es würde dich freuen, wenn Leute das nachmachen. Die können sich auch bei dir melden oder einfach loslegen. Genau, ja. Weil so kompliziert ist es auch nicht. Und mit großartigen Ergebnissen. Gab es denn allgemein so Feedback oder stand was in den Zeitungen oder im Wikipedia-Umfeld? Ist da irgendwie was berichtet worden? Gab es sogar? Letztes Jahr habe ich einen Artikel für den Wikimedia-Blog geschrieben. Im Nachhinein habe ich dann recht viele Mails bekommen mit wow, das Projekt ist ja cool oder das klingt ja super oder endlich mal was zum Thema Frieden in unserer Community oder so. Also es gab dann ziemlich gutes Feedback eigentlich nach diesem Blogartikel, und auch letztes Jahr schon gab es von der österreichischen Community super Feedback, also letztes Jahr, wo es eben in Wien stattgefunden hat. Und in Wien ist natürlich die Wikipedia-Community größer als in Jambach. Deswegen haben auch viele Wiener dann das Projekt besucht und fanden die Atmosphäre spannend und toll. Und also es gab ziemlich gutes Feedback eigentlich. Und auch von Wikimedia selber gab es gutes Feedback. Also die sind sehr begeistert von dem Projekt und wollen es unbedingt weiterführen auch. Und dieses Jahr bei der Wikimania wurde das Projekt dann auch als eines von drei coolest Projects ausgezeichnet. Also es gab halt diese coolest Project Session, die von Wikimedia Israel jedes Jahr auf der Wikimania organisiert wird. Und da wurden halt 50 Projekte so vorgestellt, und Wikimedia for Peace war dann eines von drei, die es ins Finale geschafft haben quasi. Ah, sehr schön.
Genau, also da gibt es auch sehr viel Feedback dann. Und dieses Jahr waren wir ziemlich in den Zeitungen in Tirol. Also ich habe halt diese Pressversammlung geschrieben. Und dann hat die Tiroler Tageszeitung über uns berichtet. Und in ein paar Tagen wird auch das Bezirksblatt Schwarz, also halt von diesem Bezirk, über uns berichten. Also es gab auch dieses Jahr, wahrscheinlich gerade, weil es eher in einem kleinen Ort war, auch so in diesen regionalen Medien Berichte und so. Ja, das ist ein interessanter Effekt, ne? Auch die Wikimania, dass sie in so einem kleinen Ort stattfand, hat vermutlich mehr Presse und Nachrichten-Echo erzeugt, als wenn es in der großen Stadt stattgefunden hätte. Ja, genau, ja. Und die Erfahrung haben wir nämlich auch gemacht jetzt. Also das ist eben, das habe ich mir vorher eigentlich gar nicht so überlegt. Und im Endeffekt war das dann wirklich der Fall. Ja. Ja, Thomas, jetzt haben wir so allgemein gesprochen, aber sag doch mal, was das für dich selbst gemacht bedeutet, dieses Projekt zu machen. Ja, für mich selbst bedeutet es vor allem diese Zusammenbringung von zwei Welten. Also ich war schon ziemlich lange auf Wikipedia aktiv und es war immer so ein bisschen eine große Leidenschaft. Und ich bin aber eigentlich nie aus dieser Anonymität rausgetreten. Und war nie bei irgendwelchen Stammtischen oder so. Und durch das Projekt bin ich quasi erst in die Community jetzt reingekommen und habe in meiner ersten Wikimania teilgenommen. Werde jetzt auch auf die WikiCon fahren und so. Also das Projekt hat für mich quasi diesen Schritt bedeutet, auch in die Community zu stoßen. Und sonst bedeutet es für mich, also dieses Jahr, glaube ich, hat es noch einen ganz anderen Effekt für mich, weil das Projekt ziemlich nah an dem Ort stattgefunden hat, wo ich herkomme. Und ich dadurch quasi auch ein bisschen den Teilnehmern so Teile von meiner Kindheit gezeigt habe, wo wir Ausflüge gemacht haben. Oder meine Eltern haben alle 15 Teilnehmer eingeladen auf ein Café zu sich daheim und so. Also ach, schön. Auch so diesen persönlichen Effekt für mich irgendwie. Und für mich persönlich, also es ist immer stressig so, dieses Projekt auch zu organisieren oder irgendwie viel Arbeit ein bisschen. Also es wird weniger Arbeit, je öfter ich das mache wahrscheinlich. Aber es ist auch immer so im Nachhinein dieses Gefühl da, okay, ja, das, was ich gemacht habe, war tatsächlich sinnvoll und es hat vielleicht wirklich was bewegt und die tatsächlichen Auswirkungen vom Projekt wird man dann vielleicht nie ganz erfahren, aber ich habe zumindest das Gefühl, wow, es ist was passiert und ich habe zu irgendwas beigetragen, vielleicht auch wenn mir das selber nicht ganz bewusst ist, wofür. Und was denkst du, wie es weitergeht? Da gibt es auch schon konkrete Pläne vielleicht? Es gibt ganz, ganz konkrete Pläne gibt es noch nicht. Wir wollen es auf alle Fälle weiterführen. Saskia, die das Projekt, die ich eben auf der Wikimania kennengelernt habe, will nächstes Jahr das Projekt gerne in Berlin starten und da zum Thema Gender Equality, zum Thema Frauenrechte, zum Thema LGBT-Rechte. Und ich würde es auch gerne nochmal in Österreich stattfinden lassen und werde mich da noch mit Wikimedia und Cybersecurity International kurz schließen, wo und wie und was und wann. Und sonst hoffen wir, dass es sonst auch expandiert. Also wir hatten eine Teilnehmerin aus Polen, die das gerne in Poznan organisieren würde, die aber noch quasi polnische Wikipedianer oder generell Wikipedianer braucht, die das mit ihr gemeinsam organisieren. Oder wir hatten auch eine Teilnehmerin aus Bulgarien, die gern in den bulgarischen Bergen so ein Projekt machen wird. Also es gibt viele, viele Ideen und viel Potenzial da. Und vor allem, wenn es Wikipedianer gibt, die da mitmachen, dann wird es vielleicht noch viel realistischer. Sehr schön. Das ist doch ein schönes Schlusswort für unsere Sendung. Ich hoffe, dass andere Lust bekommen haben, an dem Projekt teilzunehmen oder es selber zu organisieren. Ich fand's spannend. Vielen Dank für das Gespräch. Danke dir auch. Tschüss. Tschüss. Das war eine Episode des Podcasts Wiki Stammtisch von und mit Sebastian Wallroth. Die Episode steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0, abgekürzt CC BY 4.0. Diese Lizenz erlaubt Ihnen erstens, die Episode zu teilen, also das Material in jedwedem Format oder Medium zu vervielfältigen und weiter zu verbreiten. Zweitens dürfen Sie die Episode bearbeiten, also das Material remixen, verändern und darauf aufbauen, und zwar für beliebige Zwecke, sogar kommerzielle. Ich als Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen, solange Sie sich an die Lizenzbedingungen halten. Die Lizenzbedingungen lauten: Erstens, Sie müssen als Urhebernamen Wiki Stammtisch, Sebastian Wallroth angeben. Zweitens,
Sie müssen die Lizenz CC BY 4.0 angeben. Drittens müssen Sie, wenn möglich, einen Link zur Lizenz beifügen. Viertens müssen Sie angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Fünftens dürfen Sie diese Angaben in jeder angemessenen Art und Weise machen, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, dass ich als Lizenzgeber gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders unterstützte. Zuletzt dürfen Sie sechstens keine zusätzlichen Klauseln oder technischen Verfahren einsetzen, die anderen rechtlich irgendetwas untersagen, was diese Lizenz erlaubt.